Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Channel. Ja, ihr habt richtig gelesen. Es kommt endlich mal das Vergleichsvideo von der Z800 und von der Z900. Ich habe es endlich fertig gebracht, mal beide hierher zu bringen, ohne dass der liebe Herr da oben uns Regen schenkt. Aber heute ist super. Ja, viele haben mich schon gefragt, du, wie ist der Vergleich von der Z800 und der Z900? Kannst du da mal etwas darüber erzählen? Wie ihr vielleicht wisst, fahre ich schon seit 2013, das sind jetzt gute 4 Jahre, die Z800 und haben bis jetzt nichts anderes gehabt. Und mein Mechaniker Mototech hat mir jetzt die Z900 zur Verfügung gestellt. Und der Sinn dahinter ist, da ich schon seit 4 Jahren die schöne Z800 fahre, und jetzt die Z900 habe, kann ich am besten vergleichen zwischen der Z900 und der Z800. Ich habe in den letzten paar Wochen genug Zeit gehabt, um das Biest zu testen. Und ich muss sagen, ich bin krass positiv überrascht. Da den Vergleich zu machen zwischen der Z800 und der Z900 ist unglaublich schwierig für mich, weil man vergleicht quasi Äpfel mit Birnen. Ist zwar beides eine Frucht, aber sie sind trotzdem unterschiedlich. Wir haben bei der Z800 kein Gitterrohrrahmen wie bei der Z900. Die Z900 ist angelegt an die H2 von Kawasaki, die hat auch einen Gitterrohrrahmen. Das macht sie halt viel leichter und das ist spürbar. Wie ihr wahrscheinlich wisst, Z800 wird nicht mehr produziert, darum gibt es jetzt die neue Z900. Ich habe sie ausgiebig getestet, bin jenste Alpenpass gefahren, haben Touren gemacht, haben sie wirklich ans Limit gebracht. Man sieht es vielleicht auch am Reifenprofil, da ist nichts mehr. Und man muss sagen, es macht Spass. Es macht mega Spass. Was mir auch noch sehr gut gefällt bei diesem TÜV ist Kurvenfahren. Dritter Gang, es läuft so geschmeidig in der Kurve. Man hat keinen Ruckler, keinen Holper, nichts. Das ist ein fantastisches Gefühl. Man hat richtig Kontrolle und man hat wirklich nichts zu befürchten. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Albis, um euch zu zeigen, was die Beste in der Kurve kann. Wahnsinn! Im dritten Gang, was der für einen Zug hat. So, da vorne haben wir eine langzogene Linkskurve. Die mache ich im dritten Gang. Und es läuft wirklich so sanft. Und meine Fußrasten kommen wieder mal zum 1000. Mal am Boden an. Ich liebe einfach den TÜV. Kommen wir kurz zu den Fakten von diesen zwei. Z900 125 PS, Z800 113 PS, 210 Kilo, 230 Kilo. Also wie man merkt, 20 Kilo Unterschied. Und die 20 Kilo sind extrem spürbar. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Z900 und das ist eigentlich etwas sehr Positives. Beide haben einen 17 Liter Tank. Der Verbrauch bei diesem Baby, top. Der hat 320 Kilometer gemacht mit einem vollen Tank. Was ich mit der leider nicht schaffe. Mit der komme ich ca. 180-190, je nach Fahrstil. Z900
sitzt sehr bequem. Man sitzt einiges tiefer als bei ihrem Vorgänger. Vergleichbar mit der Z1000. Federung ist auch anders gebaut bei der Z900. Die ist nämlich waagrecht und bei der Z800 senkrecht. Und da ist die Frage, was ist besser? Senkrecht oder waagrecht? Die Federung bei der Z900 habe ich gespürt, als ich beim Kurvenfahren mit dem Hinterrad ein bisschen gerutscht bin. Da hat gerade die Federung Einfluss genommen und den Fehler sofort auskuriert. Preislich macht das natürlich auch einiges aus. Z800 damals sind 2013 12.000 Schweizer Franken und Z900 jetzt 9.700 Franken. Und man hat erst noch recht mehr Leistung für einen besseren Preis. Man muss mit Einbußen rechnen, aber im Grunde genommen ist es einfach ein besserer TÜV. Wenn ihr die Auswahl habt zwischen der Z800 und der Z900, meine Empfehlung Z900. Was mir persönlich extrem gut gefallen hat bei der Z900 ist seine Agilität. Er ist sehr wendig. Wenn man jetzt in der Kurve von links nach rechts, nach links nach rechts, er macht das mit problemlos. Das macht zack, 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 ohne Problem. Wo da Z800 wieder schon ein bisschen mehr Mühe hat, sie ist auch frontlastiger als Z900. Das heisst, das Gewicht ist viel weiter vorne verlegt und das macht den TÜV extrem schwer. Und da bei der Z900 ist das Gewicht eher in die Mitte verlegt und es ist noch einiges leichter. Das macht das Handling vom TÜV sehr viel einfacher. Was mir auch noch besonders gut gefällt beim Armaturenbrett ist erstens einmal die Ganganzeige und das feine, detailreiche Carbon, das da drauf ist. Das gefällt mir sehr gut. Unterschied zu Z800, keine Ganganzeige, kein Carbon. Dafür da genug Carbon. So, und natürlich habe ich auch Negatives zu dem TÜV. Der TÜV ist nicht perfekt. Ich habe 4 Punkte, die mir nicht gefällt an dem TÜV. Sei das optisch oder mechanisch, ich sage euch jetzt das. Folgendes. Man hat bei der Z900 vibrationshemmende Fussraster hingemacht. Das sind so klobige, weiche, wüste Dinger. Die gefallen mir absolut nicht. Die machen den schnittigen, heissen Look von der Z900 kaputt. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man jetzt den Vergleich nimmt zu der Z800, dann eher einen Fussraster. Schön elegant, nur Metall, gefällt mir einiges mehr. Zweiter Punkt. Man kann den TÜV nie nicht greifen. Da fehlt, ich glaube, da haben sie irgendetwas vergessen. Weil bei der Z800 hat man da einen schönen Griff, wo man kann den TÜV heben und verschieben. Und da fehlt es halt einfach. Da ist halt einfach nichts und es ist halt unhandlich und man hat immer das Gefühl, der TÜV geht jeden Moment um. Das ist schade. Dritter Punkt. Euro 4. Da kann der TÜV zwar nichts, weil das einfach Gesetz ist, aber das hat mich am Anfang schwer enttäuscht, kann man so sagen. Weil ich bin mir halt einfach den Shark-Auspuff gewöhnt mit dem knalligen Sound. Und dann kommt das. Schade, aber da kann man halt nicht viel ändern. Man kann zwar den Endtopf ändern, aber ja, die sind halt genormt. Euro 4 halt und da kann man halt von der Lautstärke her nicht mehr viel mehr rausholen. Viert und letzter Negativpunkt. Der Ständer. Da weiss ich echt nicht, was sie sich dabei überlegt haben. Der Seitenständer, das Metallstückchen, der ist einiges kürzer als bei der Z800. Ich kann mir da nicht erklären, was falsch gelaufen ist. Der Seitenständer ist viel zu kurz. Man kommt da oben mit dem Fersen kommt man kaum daher. Sprich, von hinten kann man ihn auch nicht so gut runter den Seitenständer, weil der Reissfussraster da im Weg ist. Das ist ein Punkt, der mich extrem nervt. Im Vergleich zu der Z800 ist der Fussraster einiges grösser und viel besser erreichbar. Negativpunkt Nummer 4, Seitenständer.
Kawasaki wirklich etwas Gutes entwickelt. Etwas richtig, richtig Gutes. Die Wendigkeit, das ist. Ui, 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 ui. Oh, Scheiße.